Schachbrett. Und das ist aufgebaut wie eine echte Ritterburg. Faszination Schach. Herzlich willkommen zum Abenteuer in die Welt des Schachs. Für Großmeister, Weltmeister, kleine und große Tiger und für euch die anstehenden Meister. Ich bin der Sebastian Siebrecht, internationaler Großmeister und ich habe mit 11 Jahren Schach angefangen. Und jetzt bin ich ein ganz großer. Aber ihr könnt sofort durchstarten und ihr könnt doch alle viel, viel besser werden als ich. Wir wollen einfach ein bisschen Schach spielen, ein bisschen spielen Schach lernen. Ganz einfach, ohne Stress, pure Freude, einfach geht's drauf los und wir lernen Schach. Die Kleinen und die Großen. Beim Schach könnt ihr nämlich auch die Erwachsenen schlagen. Das geht ganz, ganz einfach. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit euren Eltern zusammen lernen. Nehmt Mama oder Papa einfach mit ans Schachbrett und ihr lernt zusammen. Sonst auch mal einen Freund mit einladen und einfach Schach spielen. Ich möchte euch heute erstmal das Schachbrett erklären. Was ist denn so ein Schachbrett? Wenn ihr euch das anguckt, das ist ein Schachbrett. Es spielt immer Weiß gegen Schwarz. Jeder hat 8 Figuren und 8 Bauern davor. Das heißt, es spielt immer Weiß gegen Schwarz. Weiß beginnt immer die Partie. Wenn ihr euch das anguckt, ist das aufgebaut wie eine echte Ritterburg. Außen stehen die Türme. Dann im Stall daneben sind die Springer oder auch die Pferdchen, wie wir sagen können. Dann kommen die Läufer und in der Mitte ist das Königspaar. Der König und seine Angetraute, seine Herzensdame, seine Frau, die Dame. Davor sind die kleinen Bauern. Das sind erstmal die Beschützer, aber auch die Pioniere, die nach vorne stürmen und für uns die Welt erobern wollen. Jetzt wollen wir einmal kurz alle Figuren abbauen, dass wir uns das Schachbrett angucken. Wenn ihr euch das Schachbrett anseht, seht ihr, es sind immer schwarze und weiße Felder. Für euch ganz wichtig, wenn ihr das Schachbrett aufbaut, damit ihr nicht durcheinander kommt, unten rechts in der Ecke ist immer ein weißes Feld. Das ist sowohl auf meiner Seite als auch auf eurer Seite. Unten rechts ist ein weißes Feld. Das ist wichtig. Okay? Dann seht ihr, hier sind überall Zahlen, Buchstaben. Das geht im Alphabet von A bis H und von den Zahlen von 1 bis 8. Ich weiß nicht, ob ihr alle schon die Zahlen und Buchstaben kennt, aber wir können das einmal durchgehen. Also, das ist ein A, B, C, D, E, F, G und H. Und hier sind die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Wofür ist das wichtig? Jedes Feld hat einen Namen. Genau wie ich der Sebastian bin, hat das Feld hier unten den Namen H1. Seht ihr? Dieses Feld hier ist zum Beispiel das Feld E1. Und zum Beispiel ein Feld in der Mitte ist E4. Und hier unten in der Ecke ist das H8. Das müsst ihr jetzt noch alles gar nicht wissen, nur damit ihr schon mal wisst, weil später, wenn wir erstmal richtige Meister sind, dann können wir nämlich die Züge aufschreiben und dann können wir jede Partie nachvollziehen und uns nachher nochmal angucken. Aber dazu später mehr. Jetzt wollen wir einmal auch gucken, wie die Figuren genau aufgebaut werden. Wir merken uns, das hier ist der Turm. Der Turm kommt immer unten in die Ecke. Und auf die andere Seite auch in die Ecke. Das könnt ihr jetzt auch machen. Ich guck mal, ich habe nämlich auch den kleinen Tiger dabei. Ob der das auch schafft? Der Tiger baut jetzt mal die schwarzen Figuren auf. Das heißt, der nimmt einmal einen schwarzen Turm hier. Der braucht ein bisschen Hilfe. Aber der ist schon sehr stark, der Tiger. Und der hat hier schon mal den Tiger gefunden. So, und der andere Turm, wo muss der hin? Der andere Turm, oh, der hat aber ganz schön große Krallen, der Tiger, oder zu große Tatzen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob der so gut kann. Und der nächste Turm muss auch in die Ecke gefahren werden. Könnt ihr das auch schon zu Hause nachmachen? Gut. Also, ich versuche jetzt erstmal, die nächste Figur euch zu zeigen. Das ist nämlich unser Hoppeli, unser Springerchen. Der Springer, der kommt in den Stall neben den Turm. Okay? Der kommt einmal auf dieses Feld, G1, und auf die andere Seite, das ist das Feld B1. Okay?
Alles klar. So, der Tiger, ich habe das noch nicht so richtig drauf mit der Hand. Der braucht ein bisschen Unterstützung. Tigi, okay, also, der nimmt erstmal einen Springer hier. Und der Springer kommt gefallen auf G8. Und der andere Springer, der springt ganz schnell nach B8. Okay. Könnt ihr das zu Hause auch? Bitte baut ihr auch die Figuren richtig auf. Als nächstes haben wir einen Läufer. Das ist nämlich sozusagen, im Französischen ist es der Fou, das ist der Hofnarr. Das war derjenige, der immer die Nachrichten zu dem Königspaar gebracht hat. Und für Klamauk gesorgt hat am Hofe. Ja, der war immer ein ganz geistreicher Typ, der sehr gebildet war, aber auch viel Schabernack gemacht hat. Vielleicht seid ihr auch so welche. Ne? Das weiß ich ja gar nicht. Auf jeden Fall die Schwarzen, auch bitte die Läufer daneben aufbauen. Und in der Mitte, da kommt das Königspaar. Ihr merkt euch bitte immer, weiße Dame kommt auf das weiße Feld und die schwarze Dame kommt auf das schwarze Feld. Der weiße König kommt daneben. Und der schwarze König kommt auch wieder neben seine Herzensdame. Davor sind dann die ganzen Bauern. Insgesamt 8 an der Zahl. Einmal die weißen Bauern und auf der anderen Seite die schwarzen Bauern. So, könnt ihr schon alle das Schachbrett richtig aufbauen? Der aktuelle Weltrekord liegt bei 12 Sekunden. Also versucht mal die Figuren ganz schnell abzubauen und wieder aufzubauen. Ich schafft das jetzt noch nicht so schnell, aber ihr könnt das ja jetzt mal erstmal überlegen, ob ihr die Figuren richtig aufbauen könnt. Und bestimmt seid ihr schneller als eure Eltern. Nachdem wir jetzt die Ritterburg perfekt aufbauen können, freue ich mich schon auf das nächste Mal. Was machen wir beim nächsten Mal? Abonniert diesen Kanal, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts, weil wir gehen jetzt jede Figur einzeln durch, begleitet uns auf der Reise und beim nächsten Mal schauen wir uns den Turm an. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.